Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zum Bier um 4 hier bei ProbierTV. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at und heute habe ich ein Bier aus Hamburg für euch. Und zwar ist das die Dunkle Macht, ein Porter von Hopperbräu. Hopperbräu hat mir jetzt nichts gesagt, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was von euch. Eine winzig kleine Brauerei, die sich gerade so in der Startup-Phase befindet. Ich habe im Internet nachgeschaut, die brauen wahrscheinlich auch noch dieses Bier auf 50 Liter Speidel Braumeister. Man möchte damit eine riesige Bandbreite an Bieren erzeugen, die man anbieten kann. Und jetzt Anfang des Jahres ist eine Crowdfunding-Aktion ausgelaufen. Man war auf der Suche nach 30.000 Euro. Das hat man mit knapp 32.000 Euro auch geschafft. Vermutlich wird man sich damit einige Braumeister kaufen wollen, weil ich sag mal so im 6, 7, 8, 10 Hektoliter Bereich, da braucht man sicher das Zehnfache an Geld. Aber die Jungs werden wissen, was sie tun. Und ich bin sehr, sehr froh. Wie gesagt, hier heute das Porter. Und das sieht man auch schön an dem Flaschenhals. Aus einer Bügelflasche mal wieder verkosten zu dürfen. Ja, Hopperbräu Porter. Gehen wir das Ganze mal an. Ui, das ist zumindest was jetzt für ein Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört mich noch, ist nicht kaputt gegangen. So, gießen wir das Ganze mal ein. Jesus. Das ist aber eine schöne Farbe, die da aus der Flasche kommt. Ja, aber sieht das schon? Dunkelbrauner bis, ja, würde man sagen, sogar tendenziell fast schwarzes Bier. Leicht bräunlicher, beigefarbener Schaum obendrauf. Nicht ganz so feinporig, aber sicher einen Finger breit. Und ja, dann doch einige cremige Abschnitte. Haftet relativ gut am Glas. Das ist übrigens ein Bier, was man auch ein bisschen wärmer trinken sollte. Auf der Flasche steht sogar die Empfehlung 12 bis 14 Grad. Also das muss man einen Augenblick früher aus dem Kühlschrank holen. Boah, in der Nase, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Röstmalzigkeit pur. Das ist vor allen Dingen so eine tiefe, dunkle Brotigkeit, so Pumpernickel. Kräftige Kaffeenoten sind da mit drin. Und das ist so dieser typische, das typische Aroma auch so von leicht verbranntem Malz. Also, ich weiß nicht, wer von euch noch Karo-Kaffee kennt, das ist da so mit drin. Aber wie gesagt, auch richtige Kaffeenoten. Ein bisschen, ich würde sagen, so Espresso, also richtig schön kräftiger Kaffee ist das. Ja, ich würde sagen, dieses Porter, das gehen wir mal an. Prost! Ja, und da hält der Andruck auch das, was das Aroma verspricht. Brotige, ganz dunkle, schwarze, ja, wieder Pumpernickel-artige, brotige Noten. Sehr würzig auch dieses Bier. Kaffee, Röstmalz, mit schon dieser kräftigen Bittere auch im Hintergrund. Sehr viel dunkle Malze hier verwendet. Hat aber auch so einen ganz leichten, ja, likörigen Einschlag. Das Bier hat jetzt, würde man sagen, tendenziell eher einen mittleren Körper, aber hat so eine leicht ölige Textur und darüber kommt wahrscheinlich auch dieser likörige Eindruck zustande. Kohlensäure jetzt portertypisch nicht wirklich sehr intensiv, aber es bleibt eigentlich permanent diese röstige Bittere auf der Zunge. Und es ist um einiges röstmalziger und auch, ja, auch so leicht süßlich, als man das bei anderen Portern, die es so von der Stange gibt, her kennt. Also wenn das gewünscht war, ein definitiv spannender Vertreter des Bierstils Porter. Und im Nachtrunk, da legt sich, wie gesagt, diese Bittere legt sich in den Mund und an den Gaumen ran. Aber es ist auch so ein süßlicher Film dabei. Also es ist ein tolles Wechselspiel eben zwischen diesen Aromen.
Und das Bier, das klingt sehr, sehr lange nach. Was mir auch wirklich gut gefällt, ist, dass diese Bittere eben keine so eine aggressive, vordergründige Bittere ist, sondern dass das sehr gut eingebaut ist in diesem Bier. Habe ich eigentlich schon was über den Alkohol gesagt? Ja, 6,6% Alkohol, 40 IBU und ich glaube, Moment, jetzt müssen wir mal schauen, 16 Grad Stammwürze, habe ich vorhin irgendwo gelesen, genau, 16 Grad Stammwürze bei diesem Bier. Also, ich muss sagen, für einen Porter, das macht richtig Lust, das zu trinken. Ich bin jetzt ja nicht so der Stout und Porter Experte, aber das ist ein Bier, wo ich sage, ja, das kann man durchaus trinken. Das ist auch angeblich das höchste Lob, was einer der Brauer sagt, ja, eh nicht so schlecht. Typisch Norddeutsch, nein, definitiv, das sind 4 von 5 Punkten für das Hopperbräu Porter Dunkle Macht von ProbierTV. Ganz toll. Und vor allen Dingen eben nicht so ein eindimensionales Bier, sondern da tut sich was im Mundrachenraum. Die Röstmalzigkeit, die hält nicht hinterm Berg, sondern die kommt in voller epischer Breite und ist einfach ein sehr, sehr gelungenes Bier. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Balance zwischen Bitterkeit, Süßlichkeit, Röstmalzigkeit. Ja, das ist ein Craft-Bier, das den Namen zu Recht verdient. Und ich wünsche diesen Herrschaften definitiv viel Glück mit ihrer Brauerei. Es soll ja im Mai, habe ich gelesen auf der Homepage, soll das Sudhaus zusammengeschraubt werden, damit es dann im Juni losgehen kann. Also das müsste dieser Tage soweit sein, dass die ersten Sude gemacht werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da aus Hamburg von Hopperbräu noch alles kommt. In diesem Sinne, Hummel, Hummel nach Hamburg und Prost, nicht? Kopf in Nacken, nicht lang schnacken, sagt man doch bei euch. Also, bis dann. Ciao, Baba und Prost. Wir sehen uns wieder bei ProbierTV. Montag, Mittwoch, Freitag. Prost.